بسم الله الرحمن الرحيم. Wenn man von einem Scheich eine Fatwa bekommt, aber man hat noch entsprechende Zweifel, sollte man dann noch einen anderen Scheich fragen? Man kann das machen, wenn man nicht nach einer Antwort sucht, die einem passt. Zum Beispiel, ich gebe nur ein Beispiel. Einer hat dir gesagt, Shisha ist verboten. Was ja, naja, er soll kein Spielverderber. Ich frage mal einen anderen Scheich. Jetzt fragt man, warum? Warum fragt man? Nur um die passende Antwort zu bekommen. Das ist Haram. Das ist Haram. Ohne Frage. Aber man fragt jetzt, weil die Ansicht von dem einen Gelehrten oder Scheich nicht klar für einen war. Das ist überhaupt kein Problem. Hier kann man fragen. Also, zum Beispiel der Scheich sagt, es ist erlaubt. Es ist gültig. Er sagt einem, diese Handlung ist gültig. Nein. Jetzt hat man trotzdem so Zweifel, Angst und so. Er sagt, ein Scheich sagt, dieses ist erlaubt. Und man sagt, okay, er hat mir das zwar erlaubt, aber hier im Herzen fühle ich etwas. Zum Beispiel, verzeiht mir, ein Scheich sagt dir, Oralverkehr ist erlaubt. Aber du sagst, ach, eigentlich, ich mag das nicht. Hier kann man auf was hören? Auf sein Herz, wenn es in dieser Fragestellung was keinen richtigen was gibt. Beweis gibt. Nicht, dass dir der Scheich sagt, Alkohol ist verboten, du sagst, ach, mein Herz empfängt das nicht. Mein Herz, wir reden über was? Über eine Sache, die nicht klar ist, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, inna al-halala bayin wa inna al-harama bayin. Das Erlaubte ist offenkundig und das Verbotene ist offenkundig. Und dazwischen sind was? Zweifelhafte Angelegenheiten. Derjenige, der dieses unterlässt, was macht er? Er schützt sich damit mit seiner Religion und mit seiner Ehre. Er schützt sich. Und das ist natürlich besser, dass er das hier unterlässt und der Sache keine Beachtung schenkt. Wallahu ta'ala ala wa ala. Bitteschön.